saftiges Knu, Frauen sind selber schuld, wenn sie belästigt werden. Mein Statement finde ich relativ interessant. Und Abrechnung mit dem Meinungs- mal an. Ja, also er hat was mit Belästigung zu tun, deswegen mal schauen. Liquid Chicken, grüß dich, Bruder. Alles hat seine Grenzen. Und Tiger Typ, moin. Und hier muss ich einfach auf ein paar Dinge eingehen. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal sagen, ich möchte, dass keiner... Aber warum machen die heutzutage alle die Rezo-Musik rein? Also erst Apo Red, jetzt saftiges Knu. Einfach diese Musik von diesem Zerstörungsvideo von Rezo. Hört ihr das auch? Von euch dort rüber geht und die Personen beleidigt. Wenn ihr diesen Leuten etwas zu sagen habt, dann macht es anständig mit einer anständigen Diskussion und bitte keine Beleidigung oder sonst irgendwas. Zuallererst ist mir aufgefallen, dass sehr viele Leute ein Problem mit meinem Namen haben. Saftiges Gnu. Aber viele haben sich gedacht, ja, und dass er sexuell belästigt wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr erstaunt bzw. auch ein bisschen geschockt, wie viel Sexismus alleine in so einem Satz eigentlich steckt. Beispiele wie: Ich sage nur saftiges Gnu. Dachte ich mir auch. Oh mein Gott. Sie bezieht sich darauf. Ich habe tatsächlich im Beitrag auf Facebook gesehen, weil ich ja derzeit auch ein bisschen Langeweile teilweise manchmal habe. Dann gucke ich so auf Facebook und dann habe ich diesen Beitrag bei saftiges Gnu gesehen. Und dann habe ich mir die Kommentare angeguckt und dachte mir so, what the fuck, Alter? Was sind das für Kommentare? Die stempeln sie einfach aufgrund ihres Namens schon ab. Also, what? Im ersten Moment, aber die Frau hat mehr an als die meisten Mädels. So kann man sich täuschen. Leute, wenn ihr keine Ahnung habt, warum sie saftiges Gnu heißt, dann haltet doch einfach mal die Fresse. Simpel. Der Name saftiges Gnu ist jetzt auch irgendwie nicht hilfreich, oder? Vor allem bei den Namen kannst dich ja gleich feuchtes Küken nennen. Die nennt sich nicht ernsthaft saftiges Gnu. Doch, hab auch schon ihre talentfreien Videos gesehen, sitzen meistens nur spitze. Ja, das habe ich by the way auch gesehen. Ich dachte auch so, what the fuck, Alter. Ohne, aber das ist halt einfach Facebook. Facebook, also wirklich, Twitter gönnt schon nichts, ne? Twitter ist so eine Plattform, da wird jeder aus Prinzip beleidigt. So, ich habe damit gar kein Problem, weil so ist halt Twitter. Ne? Jeder, der sich auf Twitter anmeldet, muss damit klarkommen. Das ist so die Kultur, dass jeder jeden beleidigt. So, das ist bei denen, das ist dann normal. So, aber und Instagram, keine Ahnung, das juckt halt niemand. Aber Facebook ist die reinste Nichtsgönner-Plattform. Real Talk, die reinste Nichtsgönner-Plattform. Egal bei was für einen Beitrag, das sind nur irgendwelche abgestürzten Vollassis, die in den Kommentaren nur Scheiße schreiben. Wirklich nur Scheiße. Also mir wäre es peinlich, überhaupt irgendwo zu kommentieren bei Facebook. Weil ich weiß, dass sich dort nur Vollidioten tummeln. Und selbst wenn du einen Kommentar schreibst und sagst, wenn du einen Kommentar kommentierst, wo du weißt, dass du im Recht liegst und der andere Bullshit labert, dann wird irgendjemand kommen und dem anderen trotzdem recht geben. Einfach aus Prinzip, weil die nur triggern wollen. So, entweder ist es eine Trigger-Plattform oder die sind halt einfach mega dumm. Fette Kerle. Also ja, wirklich, aber mal ohne Scheiß, bei dem Namen ist Sexismus doch vorprogrammiert. Denselben Gedanken hatte ich auch. Wer nennt sich so? Frei nach dem Motto, da kann ja jeder Gamer-Löwe mal reinbeißen. Ja, auch so richtig schlecht kommentiert, Alter. Richtig schlecht kommentiert. Diese Diskussion, die drei hier geführt haben, kann ich nur sagen, dass ich an den Namen saftiges Knu überhaupt nichts Sexuelles sehe. Ich habe mir den Namen damals als Sechsjährige gegeben, weil ich den Namen einfach witzig fand. Das saftig implementiert für mich das Gnu und nicht mich selbst. Und ich finde es hier auch fehl am Platz zu behaupten oder beziehungsweise zu denken, dass das saftig irgendetwas mit mir zu tun hat, weil ich selber von mir sage, ich bin sexy, ich bin saftig. Jeder, der daran etwas Sexuelles sieht, der sollte sich einfach selber an die eigene Nase fassen. Jetzt kommen wir aber mal zu ein paar anderen Themen, die mich viel mehr beschäftigen. Wenn man sich in eine Männerbranche begibt, muss man damit wohl klarkommen. Kandidaten wie Marco... Junge, also das ist halt wirklich... Also wenn man sich in eine Männerbranche begibt, dann muss man halt mit Sexismus auf jeden Fall klarkommen. Also was ist denn das für eine Argumentation? Also wie lost einfach... Also wirklich Marco B, aber das meine ich einfach... Die Leute, die da habe ich das Gefühl, die wollen mich triggern oder trollen oder so. Ja, Theo, bei mir ist gerade auch Weltuntergang, wenn ich hier solche Kommentare sehe. Alter, einfach, was ist das, Leute? Was ist das? Wenn man sich in eine Männerbranche begibt, muss man damit wohl... Wer verfasst sowas und denkt sich dabei, ja Mann, Alter, ich schreibe jetzt das Richtige. Klarkommen. Kandidaten wie Marco B. sind nämlich auch der Grund, weswegen ich oftmals das Problem hatte, selber schuld, wenn du dich in eine Männerbranche begibst, damit musst du klarkommen. Der Grund, warum ich oftmals Jobs eben dann verlassen musste, beziehungsweise einfach gegen diese Aussage der Männer nicht angekommen bin. Und das finde ich schon eine Aussage, die finde ich schon sehr grenzwertig und heftig zu sagen, selber schuld, wenn du so bist, wie du bist. Selber schuld, wenn du in eine Männerbranche gehst. Das ist kein Grund und es rechtfertigt nicht, dass man in irgendeiner kleinsten Weise
sexuell belästigt werden darf. Und vor allem ist noch ein weiterer Punkt, den er hinzugefügt hat. In dem Fall trifft sie auch Eigenschuld. Tut mir leid. Da wäre ich mal wirklich gespannt, was für eine Eigenschuld ich als Frau habe, dass ich sexuell belästigt worden bin. Ich weiß, viele der Kandidaten in den Kommentaren haben vielleicht nach mir gegoogelt oder mal oberflächlich auf den Kanal geschaut und haben... Ich wusste noch nicht mal, dass sie überhaupt sexuell belästigt worden ist. Aber ich weiß, dass es mega viele Leute gibt, die einfach sie aufgrund ihres Äußeren kommentieren bzw. da anzügliche Sachen schreiben. Ja, also es ist wirklich schwierig. Und die haben noch nicht mal eine Schuldenaktion oder eine Wette gemacht. Die haben noch nicht mal Wettschulden beglichen oder so, sondern die haben das einfach aus freien Stücken geschrieben. Also da tut es mir auf jeden Fall selber weh. Vielleicht Formate mit Gnu gefunden. Und in diesen Formaten parodiere ich eben auch viel und haben aufgrund des ersten Eindrucks eben direkt geurteilt und meinten, die trägt dann Ausschnitt. Deswegen muss sie sich ja gar nicht wundern. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich in meinen Streams generell wie hier da sitze. Ich trage keinen Ausschnitt, aber selbst ein Ausschnitt und selbst wenn ich den auch privat tragen würde oder in jedem meiner Videos, rechtfertigt nicht, dass eine Frau sexuell belästigt werden darf und wie sie möchte. Und ich finde, egal wie eine Frau sich kleidet und ich sehe hier sehr oft in den Kommentaren, die hat sich halbnackt auf einem Thumbnail gezeigt und zeigen mir dann ein Thumbnail, wo ich einen Ausschnitt anhatte, weil wir eben eine dieser Gamer Girls parodiert haben. Und selbst wenn ich diesen Ausschnitt tragen würde, was ist denn daran verwerflich? Wieso darf ich dann nicht über das Thema sexuelle Belästigung sprechen? Warum denken Leute, die hat einen Ausschnitt an, das bedeutet, sie wird angemacht, sie möchte das. Nein, das ist eine falsche Denkweise und ich möchte, dass diese Denkweise bitte verschwindet. Ich glaube, einige von euch haben ja auch den Beitrag von Joko und Klaas damals gesehen. Wobei ich einfach sagen muss, ich finde, man provoziert sehr stark, also zum Beispiel als Streamerin, wenn man in einem Stream einen Ausschnitt trägt, finde ich, provoziert das stark. Also, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich finde, dann will sie ja scheinbar, dass die Leute dranbleiben, damit sie halt das sehen, damit sie halt sich den Ausschnitt angucken können, was weiß ich. Aufgrund ihres Äußeren möchte man sich dann reduzieren. Hat sie jetzt nicht gemacht, ne? Aber... Als Streamer gibt es ja einige Streamer, die das machen, die das als Masche nutzen, um halt viel Reichweite zu bekommen. Die haben sich ja sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt und da gab es ja auch verschiedene Räume und ein Raum hat thematisiert, wenn Frauen auf der offenen Straße sexuell belästigt worden sind und diese Frauen wurden tatsächlich auch von der Polizei gefragt, was hatten sie dann am Tag an? Ich finde, diese Frage sollte überhaupt nicht gestellt werden, denn es ist egal, was die Frau getragen hat. Es rechtfertigt nicht, dass eine Frau belästigt wird. Und das lese ich leider hier auch sehr oft in den Kommentaren. Tja, die hat einen Ausschnitt angehabt, selber schuld. Aber diese Meinung vertreten tatsächlich nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Es ist ja so zum Kotzen, immer diese gespielte Machtlosigkeit. Es ist leicht, die Schuld auf die Außenwelt abzuwälzen, statt einfach mal zu schauen, welche Signale man nach außen sendet. Zu wenig Selbstreflexion sollte jeder Mensch imstande sein. Ja, meine liebe Annika, so viel zum Thema Selbstreflexion und Signale, die man an die Außenwelt sendet. Auch an dich, liebe Annika. Als ich damals sexuell belästigt worden bin auf der Arbeit, hatte ich keinen Ausschnitt an, ich war normal gekleidet, ich war nicht so sexy angezogen, ich hatte ein T-Shirt an und eine normale Jeans und trotzdem ist das Ganze passiert. Und mit Aussagen wie, dann hör auf, dich vor der Kamera zu verkaufen, Schminke runter und fertig. Die ekelhafte Scheiße, die ihr abgezogen wird, nervt nur noch und entwürdigt das ganze Thema. Frauen haben Respekt und Anstand verdient, aber dann aus jeder Anmache Sexismus zu kreieren, ist einfach nur erbärmlich. Menschen, die sich vor eine Kamera stellen. Also ich fände es halt geil, Real Talk, wenn sie mal sagt, was richtig vorgefallen ist. So, ich weiß noch gar nicht, um was es jetzt zu 100% geht. Irgendwie wurde sie belästigt, aber wir wissen jetzt nicht, wie, was richtig passiert ist so. Deswegen können wir jetzt gar nicht wissen, ja, ist das, wie können wir das einschätzen? Das finde ich ein bisschen schwierig gerade eben. Denn kalkulieren das mit ein, sonst können sie ins Radio gehen. Und die Aussage hier zu treffen, dass Frauen, die eben attraktiv sind und sich vor die Kamera setzen, das nur machen, um irgendwelche Dinge auszunutzen und lieber ins Radio gehen sollen, ist schon eine sehr harte Aussage. Und diese Aussagen treffen die Leute nicht anonym, mit Namen und mit Bild. Und auch hier nochmal ein interessanter Punkt aus der Schweiz, denn in der Schweiz ist es so, dass in dem Arbeitszeugnis auch drin steht, dass das Verhalten von einem online im sozialen Medien auch gewertet wird. Und da gab es tatsächlich schon Fälle, dass einzelne Leute, die im Internet beleidigt haben, das den Arbeitgeber gemeldet haben und die Leute ihren Job verloren haben. Denkt da mal drüber nach. Auch noch ein Kandidat, der wirklich sehr mutig ist, so einen Kommentar in der Öffentlichkeit zu verfassen mit Bild und mit seinem Namen, sich anziehen wie die größten und am Ende sind wieder alle anderen die Bösen. Nichts Neues. Da dieses Kommentar unter meinem Beitrag gepostet wird, fühle ich mich dadurch natürlich auch angegriffen und muss auch hier sagen, wenn eine Frau einen Ausschnitt hat, ist sie keine Hure und es gibt...
Aber die Leute, das verstehe ich by the way nicht. Die Leute denken auch nicht drüber nach, was sie schreiben, ne? Die denken nicht drüber nach. Ich weiß nicht, ob der jetzt auf Arbeit geht oder so. Aber ich würde niemals, Real Talk, niemals sowas schreiben, wenn ich weiß, dass mein Arbeitgeber das sehen könnte. Weil sollte mein Arbeitgeber das sehen und das unbedingt, ja, oder nicht unbedingt schön auffassen, dann bist du schneller gekündigt, als du gucken kannst. Gar nicht. Alter, glücklicherweise leben wir in einem Land, in dem es keine Gesetze gibt, wie Frauen sich zu kleiden haben. Lieber Basti, ich denke, sie sollte aufhören zu weinen. Wer sich als verkauft, wird als behandelt. Ganz einfache Sache. Würde mich sehr interessieren, was dein Arbeitgeber... Sie verkauft sich halt auch noch nicht mal als Bitch. Also keine Ahnung, auch selbst wenn sie jetzt cosplayt oder sowas, verkauft sie sich doch nicht als Bitch. Wenn du einen hast, dazu sagt oder deine Mutter. Auch der Kommentar zeigt einfach wieder, dass viele einfach davon ausgehen, dass Frauen selber schuld sind, wenn sie belästigt werden. Hallo, ich bin dank meinen Brüsten und knappen Outfits auf Twitch erfolgreich geworden und beschwere mich nun über Sexismus in der Branche. Und postet dann das 10 Arten von Gaming-Video von Revi, bei dem wir eben uns über diese Kategorie besonders lustig machen und es eine Parodie ist und ich auf diesem Bild lediglich einen Ausschnitt trage. Auch einmal wieder ein Paradebeispiel für jemanden, der sich überhaupt nicht mit meinem Content auseinandergesetzt habe, denn in Twitch-Streams sitze ich immer so da. Aber Dankeschön, Robert Grafe, dass du dich so toll mit mir auseinandergesetzt hast. Dankeschön. Redet doch mal lieber mit richtigen Streamern statt diesen Möchtegern-Streamern, die sich selber sexualisieren, um sich später weiter darüber zu beschweren, während der Öffentlichkeit... Das sind halt auch die Leute, die sich nicht mit einem beschäftigen und bloß das Äußere sehen. Und dann sagen, oh ja, das ist ja eine Frau, die hat vielleicht Titten oder so. Und dann sehen die einfach nur ein Thumbnail und bewerten das danach. Ja, Leute, genau so ist es. Und das ist das Problem. Und das sind halt auch die Leute, by the way, die bei der Bild oder bei anderen Artikeln irgendwelchen verlegen, die einfach nur die Überschrift lesen und dann direkt danach urteilen. Und dann sagen, oh ja, das ist eine Hure. Schwierig. Wirklich. Schwierig. Kalt steht, der muss mit sowas klarkommen. Wenn ich solch Unmengen von Kohle durch irgendwelche Sims bekommen würde, dann wäre mir das alles so egal. Unsere Generation meckert aber sowieso schon. Vor allem diese Möchtegern-Streamer. Alter, was ist für ihn ein richtiger Streamer? Was ist denn bei dem Lo? Also ich verstehe das nicht. So, jeder kann auf seine Art und Weise streamen. Guck dir den doch mal an. Keine Ahnung, wen der so schaut, aber wahrscheinlich so übelste Kackstream oder so, lost einfach. Den ganzen Tag über Schwachsinn. Ich kann ja auch wieder nur für mich sprechen und kann sagen, ich bin immer sehr bemüht, ehrlichen Content zu kreieren. Ich sage sehr viele Werbedeals ab. Ich glaube, ich habe mit vielen Leuten aus meiner Community bereits kommuniziert, dass ich vergeben bin seit langem glücklich und nicht darauf abgezielt bin, irgendwelche Sims, und ich finde auch hier dieses Wort Sims sehr, sehr anstrengend, zu sammeln, die mir ständig Subs schenken. Ja, und was ist eigentlich mein Fazit zu dem ganzen Thema? Schenkt mir Subs, ihr seid doch auch meine Sims. Easy. Euch das zu zeigen. Mir war es besonders wichtig, euch damit zu konfrontieren, da ich hier sehe, dass viele auch einen ganz falschen Eindruck von Gamerinnen oder von Streamerinnen. Und genauso wenig wie ich Männer beim Thema sexuelle Belästigung alle in eine Schublade stecke, würde ich mir das eben auch für uns Streamerinnen und YouTuberinnen wünschen. Und ich finde es immer irgendwie schade. Alle springen auf den Zug rauf, um bemerkt zu werden, ist die Kleine befummelt worden. Tobi belästigt mich die ganze Zeit und ich habe nicht alles mitbekommen. Ich weiß halt selber nicht, ob sie befummelt worden ist. Ich habe keine Ahnung. Also sie schreibt ja hier, Frauen sind selber schuld, wenn sie belästigt werden. Ich habe keine Ahnung, ob es nur im Beitrag über eine Streamerin geht. Ich glaube tatsächlich, sie wurde nicht großartig belästigt, sondern sie wird halt nur in den Kommentaren belästigt. Ich glaube, das meint sie damit. Und dass sie halt selber, es geht um die Thematik, dass sie selber dran schuld ist. Ne? Aber ich hätte gerne mal erst den Beitrag gewusst, so, um was es da überhaupt so richtig geht. Aber ich finde, es ist eine Thematik, die man definitiv trotzdem ansprechen sollte. Ich finde auch, das ist bei so vielen Leuten so, sobald du als Frau zum Beispiel auch schon eine Leggings anhast, wirst du darauf reduziert. Und dann wird auch geschrieben, oh, Alter, hast du einen geilen Arsch und so, bla bla bla. Ne, weil man dann halt die Rundungen sieht und so weiter. Ich finde schon, also, das belästigt einen schon, beziehungsweise fuckt sein doch dann irgendwann ab, wenn du die ganze Zeit nur in den Kommentaren und so eine Scheiße stehen hast. Ich hatte selber auch gar keinen Bock drauf. Wenn man ein Interview zu etwas abgibt oder zu etwas öffentlich Stellungnahme nimmt und dann einfach in den Kommentaren so komplett fertig gemacht wird, finde ich sehr, sehr unschön. Vor allem, weil ich eigentlich immer... Also ich habe, by the way, auch nur negative Kommentare in diesem Beitrag gesehen. Oder unter diesem Beitrag. Es gab keinen positiven Kommentar dazu.
Deswegen, ich kann es definitiv verstehen, dass sie da nicht drüber erfreut ist. Jemand bin, der sich sehr viel Mühe gibt, in gewissen Dingen auch etwas abzugrenzen. Und ich glaube, wir sprechen alle für uns, wenn wir sagen, es gibt natürlich Streamerinnen, die uns nerven. Es gibt aber genauso Streamer, die uns nerven. Und deswegen stecke ich auch nicht alle in eine Schublade. Wenn ich mit diesem Video auch nur eine Person in diesen Kommentaren dazu bringen konnte, vielleicht mal ein bisschen umzudenken, hat sich für mich persönlich dieses Video einfach schon gelohnt. Schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung in die Kommentare und was ihr vielleicht eben auch ich war schon bei Erfahrungen gemacht habt oder für Vorurteile. Es gab jetzt noch viel mehr Kommentare, über die wir hätten sprechen können. Ich habe jetzt aber mal die für mich am relevantesten Kommentare herausgesucht, um diese mit euch zu diskutieren. Am Ende bleibt mir noch zu sagen, bitte niemanden beleidigen, niemanden belästigen. Führt anständige Diskussionen, wenn ihr etwas zu sagen habt. Und bleibt anständig. Denn wir sind besser als die. Bye, bye. Also auch wenn es da Uneinstimmigkeiten, also wenn jetzt hier nicht jeder der Meinung ist, ich kann sie schon verstehen, weil ich habe das halt gesehen. Ich habe das gesehen, die Kommentare, und ich muss auch sagen, ich war relativ schockiert, dass Leute, ja, keine Ahnung, dass da Vorurteile herrschen, wo eigentlich keine herrschen dürfen, so, keine Ahnung. Ja, ne, also ich fand das Video jetzt nicht schlecht. Wir gucken uns jetzt an.